Jeder kennt dieses Phänomen. Augenzeugen beschreiben einen Unfallhergang, beispielsweise den Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung. Das Seltsame, je mehr Aussagen es gibt, desto schwieriger wird die Ermittlung dessen, was nun wirklich geschehen ist. Denn sicher ist nur, dass wir beobachten und nicht etwa das, was beobachtet wird. Jedes wahrnehmende und beschreibende Bewusstsein hat eine Zwillingsschwester, die ihm ständig einen Streich spielt. Die Interpretation von Geschehnissen, die Deutung von Phänomenen. Vor über 100 Jahren begann ein deutscher Philosoph, sich für solche Zusammenhänge zu interessieren. Edmund Husserl. Er gilt als Vater einer der einflussreichsten neuzeitlichen philosophischen Schulen, der Phänomenologie. Phänomenologie. Das bezeichnet eine Wissenschaft, einen Zusammenhang von wissenschaftlichen Disziplinen. Phänomenologie bezeichnet aber zugleich und vor allem eine Methode und Denkhaltung. Die spezifisch-philosophische Denkhaltung, die spezifisch-philosophische Methode. Edmund Husserl in seinen Vorlesungen mit dem Titel »Die Idee der Phänomenologie«, gehalten im Sommersemester 1907 in Göttingen. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts befinden sich die Naturwissenschaften auf dem bis dahin höchsten Stand ihrer Entwicklung. Nachrichten können per Telegraphie in Lichtgeschwindigkeit um den ganzen Erdball geschickt werden. Die immer schneller werdenden Eisenbahnen verkürzen die Entfernungen zwischen den Städten, und in den USA macht ein gewisser Thomas Edison von sich reden, indem er eine Erfindung nach der anderen präsentiert. So zum Beispiel die, dass auf Knopfdruck Licht aus der Decke kommt. In Frankreich enträtseln und beschreiben Marie Curie und Antoine Becquerel die Radioaktivität, während ihr deutscher Kollege Wilhelm Röntgen die Möglichkeit entdeckt, den menschlichen Körper durchstrahlen und abbilden zu können. In allen großen Städten entstehen neben den herkömmlichen Akademien sogenannte technische Universitäten, die naturwissenschaftliche und mathematische Erkenntnisse praktisch umsetzbar machen sollen. Naturwissenschaftler und Mathematiker ist auch der 1859 in Mähren geborene Sohn jüdischer Eltern Edmund Husserl. Doch trotz der glänzenden Karriere, die er in diesen Disziplinen vor sich hat, fühlt sich Edmund Husserl eher der Philosophie zugetan. Und tatsächlich wird er 1901 an der Universität Halle Privatdozent für Philosophie, bevor er kurz darauf Professor in Göttingen wird. Edmund Husserl entwirft in den folgenden Jahren eine der einflussreichsten europäischen Denksysteme und eines der schwer verständlichsten, die Phänomenologie. Wenn man bei einem Wort ansetzt, und das machen die Philosophen ja meistens, ist es also eine Logie, eine Wissenschaft vom Phänomen. Und das Phänomen könnte man grob übersetzen als der Gegenstand, so wie er uns erscheint. Husserl weicht aber davon etwas ab, weil er ein Phänomen versteht als die Art und Weise, wie ein Gegenstand uns in der Tat gegeben ist. Das griechische Wort Phänomenon bedeutet das, was erscheint, was uns klar und deutlich vor Augen liegt. Logie, der zweite Teil des Begriffes Phänomenologie, kommt von Legein und bezeichnet das innere geistige Schauen eines Gegenstandes. Und genau das ist es, worum es Edmund Husserl geht. Er misstraut nämlich der naturwissenschaftlichen Euphorie. Denn in diesen Wissenschaften ist immer nur von Ergebnissen die Rede und von Erkenntnismethoden, die zu ihnen führen. Doch niemals taucht in der wissenschaftlichen Fragestellung derjenige auf, der erkennt. Und schon gar nicht seine Nöte und Sorgen. In unserer Lebensnot, so hören wir, hat Wissenschaft uns nichts zu sagen. Gerade die Fragen schließt sie prinzipiell aus, die für den in unseren unseligen Zeiten, den schicksalsvollsten Umwälzungen preisgegebenen Menschen, die brennenden sind. Die Frage nach Sinn oder Sinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen Daseins. Für Edmund Husserl treten angesichts des naturwissenschaftlichen Siegeszuges Fragen der Psychologie und Philosophie fatalerweise in den Hintergrund. Unter welchen Bedingungen ist Erkenntnis überhaupt möglich? Wie kommt es, dass ein Wissenschaftler sich einem Gegenstand widmet? Wie schafft er es, sich selbst aus dem Erkenntnisprozess herauszulassen? Edmund Husserl sagt dazu: Die Möglichkeit der Erkenntnis wird überall zum Rätsel. Leben wir uns in die natürlichen Wissenschaften ein, so finden wir, soweit sie exakt entwickelt sind, alles klar und verständlich. Wir sind sicher, im Besitz objektiver Wahrheit zu sein, begründet durch zuverlässige Methoden. So wie wir aber reflektieren, geraten wir in Irrungen und Verwirrungen. Wir verwickeln uns in Widersprüche. Was er nicht macht, ist,
Naturwissenschaft als eine Art fertig vorgegebene Quelle von Weisheiten zu akzeptieren. Und diese Zurückhaltung, obwohl er selber als Naturwissenschaftler ausgebildet worden ist, also er hat auch da keine Aversionen entwickelt, behält er bis hin zu seinen Spätschriften, und er kritisiert den Anspruch der Naturwissenschaften regelmäßig, eben eine Universalwissenschaft zu sein. Was er dazu gegen zu setzen hat, ist seine Phänomenologie. Es gibt eine Wissenschaft, die aus der subjektiven Innenperspektive den Zugang zur Welt, aber auch die Fundamente von Wissenschaften untersucht und erfolgreich untersucht. Erfolgreiche Untersuchung bedeutet für Edmund Husserl, nicht was wir erkennen ist wichtig, sondern wie. Er verfolgt damit eine Frage, die über 100 Jahre vor ihm von Immanuel Kant und den britischen Empiristen gestellt wurde. Über welche intellektuellen Voraussetzungen verfügen wir, wenn wir forschen? Doch im Gegensatz zu seinen Kollegen behauptet Edmund Husserl, dass wir über keinerlei geistige Erstausstattung verfügen, auf die wir zurückgreifen könnten. Der Wissenschaftler, wie auch der Durchschnittsmensch, fängt jedes Mal wieder von Neuem an. Kern der phänomenologischen Methode ist dabei der programmatische Satz »zu den Sachen selbst«. Der Kölner Philosophieprofessor Dieter Lohmar erläutert, was damit gemeint ist. »Zu den Sachen selbst« ist ein Motto, das also von vielen zitiert worden ist und von wenigen eigentlich ganz richtig bis zu Ende verstanden worden ist. Der Satz heißt im Ganzen »von den bloßen Worten« zu den Sachen selbst. Und das ist eigentlich eine Kampfansage gegen alle Spekulation, die sich bloß mit Begriffen und Worten beschäftigt. Die Frage natürlich, wie uns diese Gegenstände wirklich gegeben sind, also wie wir zu diesen Sachen selber kommen, führt für Husserl ganz strikt über die Anschauung, also die Orientierung an dem, was uns die Sinnlichkeit gibt und vielleicht auch was darüber hinaus noch durch Leistungen unseres Geistes über diese Sinnlichkeit hinaus produziert wird, bis hin zur vollen Erkenntnis. Um die volle Erkenntnis dessen, was gegeben ist, zu gewährleisten, ist nach Edmund Husserl eine dreifache Ausschaltung nötig. Er nennt sie Reduktion. Zunächst muss alles Subjektive vermieden werden. Dann sind alle Annahmen und Hypothesen, die vor dem reinen Schauen des zu erforschenden Gegenstandes existierten, zu reduzieren. Und schließlich muss sich der Forschende von aller Tradition und von allem, was jemals über diesen Gegenstand gesagt wurde, freimachen. Mithilfe dieser phänomenologischen Reduktion will Edmund Husserl die Philosophie zu einer exakten Wissenschaft machen. Im Anfang der Erkenntniskritik ist also die ganze Welt, die physische und psychische Natur, schließlich auch das eigene menschliche Ich, mitsamt allen Wissenschaften, die sich auf diese Gegenständlichkeiten beziehen, mit dem Index der Fraglichkeit zu versehen. Ihr Sein, ihre Geltung, bleibt dahingestellt. Ja, das klingt zunächst mal so ein bisschen wie ein realistischer Ansatz, also als ob man sagt, ja, die Welt ist da, die Dinge sind da und wir brauchen nur hinzugehen und anzufassen. Das ist es aber gerade nicht, denn die Spitze eigentlich dieser Art der Analyse besteht darin, dass alle Formen von Überzeugungen, also auch diese für uns sehr grundlegende Überzeugung, dass die Dinge da sind und dass wir nur hingehen müssen, um sie anzufassen, befragt werden auf ihr Recht. Das macht keinen Halt bei irgendwelchen realistischen Voraussetzungen, sondern fragt eben auch, wie kamen wir dazu zu glauben, dass die Welt existiert im Ganzen. Und sagt nicht, das ist irgendwie unrealistisch oder ein Traum, also es gibt es ja auch in der Philosophiegeschichte, so ein Motiv. Sondern er sagt einfach nur, wir sind überzeugt, dass es Dinge gibt, dass die bestimmte Eigenschaften haben, dass wir die erkennen können. Aber das große Rätsel ist es herauszufinden, wie genau wir das leisten. Ein bekanntes Beispiel aus dem Alltag mag erläutern, was mit Phänomenologie, mit ihrer Methode der Reduktion gemeint sein kann. Zwei Menschen sitzen vor einem halb gefüllten Glas. Für den Optimisten ist es halb voll, für den Pessimisten dagegen halb leer. Zu den Sachen selbst würde in diesem Fall bedeuten, wie können die beiden Personen ausschließen, dass sie tatsächlich nur über das Glas und seinen Inhalt, nicht aber über ihre seelischen Zustände, die sie mit seinem Inhalt verbinden, sprechen. Denn der Mensch, also auch der Wissenschaftler, ist ein Wesen, das dazu neigt, in das, was er sieht, etwas hineinzudenken, was nicht vorhanden ist. So unangenehm uns das sein mag,
Meist steht das Ergebnis fest, bevor wir uns genauer mit dem Phänomen auseinandergesetzt haben. Die Reduktion, die Edmund Husserl meint, wäre in der Lage, das auszuschließen, sich eben nur mit dem Glas, beispielsweise seiner Beschaffenheit, seinem Inhalt, zu befassen. Und vor allem mit dem Zustandekommen unseres Urteils in uns selbst. Edmund Husserl. In all ihren Ausgestaltungen ist die Erkenntnis ein psychisches Erlebnis. Erkenntnis des erkennenden Subjekts. Ihr stehen die erkannten Objekte gegenüber. Wie kann nun die Erkenntnis, ihre Übereinstimmung mit den erkannten Objekten, gewiss werden? Wie kann sie über sich hinaus und ihre Objekte zuverlässig treffen? Die dem natürlichen Denken selbstverständliche Gegebenheit der Erkenntnisobjekte in der Erkenntnis wird zum Rätsel. In der Wahrnehmung soll das wahrgenommene Ding unmittelbar gegeben sein. Da steht das Ding vor meinem es wahrnehmenden Auge. Ich sehe und greife es. Für Nichtphilosophen hört sich Edmund Husserls Sprache manchmal abstrakt und kompliziert an. Doch bei genauerem Hinhören entdecken wir, dass Edmund Husserl alles andere als alltagsfern ist. Ein Beispiel, das seine Frage nach der Übereinstimmung von erkennendem und dem beobachteten Objekt betrifft. Wir betreten ein vollbesetztes Lokal, nehmen Platz und beginnen nach einiger Zeit, das berufsbedingte Interesse des Kellners auf uns zu lenken. Was geschieht nun? Wir versuchen wahrzunehmen, ob man uns wahrnimmt. Unser Blick ist auf den Blick des Kellners gerichtet, unsere Aufmerksamkeit wiederum auf sein Bemerken unserer Anwesenheit. Schließlich kommt er an unseren Tisch. Wir können bestellen. Ein wechselseitiger Erkenntnisprozess, der vollkommen ohne Worte funktioniert, sondern, wie Edmund Husserl sagen würde, durch Intention, durch die Absicht. Erstaunlich ist auch der Einfluss dieses Philosophen auf andere Bereiche intellektueller und künstlerischer Tätigkeiten. So ist einer der bekanntesten Filme der Hippie-Bewegung, Michelangelo Antonionis Blow Up, pure Phänomenologie. Entstanden 1966, 28 Jahre nach Edmund Husserls Tod, erzählt der Streifen folgende Geschichte. Ein bekannter Modefotograf sichtet die Negative der von ihm gemachten Aufnahmen. Er glaubt, in dem Ausschnitt eines zufällig entstandenen Fotos, das eine Parklandschaft zeigt, eine menschliche Leiche zu erkennen. Er vergrößert das Detail immer stärker, doch umso undeutlicher wird das Bild, da die Körnung des Fotos sich gleichzeitig endlos vergröbert. Der Film wirkt wie ein Kommentar zu Edmund Husserls Gedanken über Denk- und Vorstellungsakte als innere Erlebnisse, die eine Welt entstehen lassen. Geschrieben im Jahr 1907. Die Wahrnehmung ist bloß Erlebnis meines, des wahrnehmenden Subjektes. Ebenso sind Erinnerung und Erwartung, sind alle darauf gebauten Denkakte subjektive Erlebnisse. Woher weiß ich, der Erkennende, und kann ich je zuverlässig wissen, dass nicht nur meine Erlebnisse sind, sondern auch das ist, was sie erkennen? Ja, dass überhaupt irgendetwas ist, das als Objekt der Erkenntnis gegenüberzusetzen wäre. Der Weg, den Husserl de facto gegangen ist, war zunächst in die Tiefe der Konstitution. Und erst sehr spät kam er wieder zurück zu den einfachen, vollen, konkreten Gegenständen des Lebens. Das ist dieser Weg zurück zur Lebenswelt. Und der hat natürlich auch sehr viel Einfluss gehabt auf eine ganze Reihe Nachbardisziplinen, wie man heute sagt, also Pädagogik, Soziologie, Psychologie und so weiter, bis hin eben zur Literaturtheorie, Theologie. Also es geht wirklich durch die ganzen Geisteswissenschaften. Doch was machte Edmund Husserls Ideen so einflussreich? Denn die Phänomenologie mag auf den ersten Blick als eine Theorie erscheinen, die für eine Handvoll Fachphilosophen und allenfalls noch für philosophisch interessierte Naturwissenschaftler von Belang ist. Die Durchschlagskraft dieses Denkens wird dann deutlich, wenn man seine Bedeutung nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für die Wissenschaften in den Blick nimmt, die direkt mit dem Menschen und seinen Beziehungen zu tun haben. Das schwer zu erfassende Erkenntnisobjekt, der Gegenstand unserer Betrachtung, kann nämlich auch unser Gegenüber sein, mit dem wir uns verständigen wollen und den wir verstehen möchten. Dieter Lohmer erläutert, warum die Phänomenologie Edmund Husserls keine kalte, rationale Angelegenheit sein kann.
Also beispielsweise Objektivität, also dass etwas so ist, dass alle dem zustimmen können. Ne? Das kann ich nur mit anderen zusammen leisten. Deswegen ist der Zugang zum anderen ein spezielles Erkenntnisproblem innerhalb dieser Wolke von Fragestellungen. Also wie kann man sich auf die Welt erfolgreich beziehen? Wie kann man erfolgreich sich auf andere Subjektivität beziehen? Und genauso wie das bei der Welt ist, setzt Husserl hier auch an. Er sagt nicht, es gibt den anderen nicht, ich habe keinen Zugang. Das ist Unfug. Sondern er sagt, ich weiß, dass ich einen Zugang zu anderen habe, aber offen gesagt ist mir nicht ganz klar, wie das funktioniert. Und genau das möchte ich wissen. Zwar tauchte am Ende des 19. Jahrhunderts bereits in Psychologenkreisen die Frage auf, wie genau dieser Zugang zu anderen realisiert werden kann. Doch Edmund Husserl ist der Erste, der dieses für die Philosophie entdeckt. Eine zentrale Rolle spielt dieser Weg zum Anderen in einer der populärsten Philosophien der Neuzeit, dem Existenzialismus. Er geht zu einem großen Teil auf Edmund Husserl und vor allem dessen Meisterschüler Martin Heidegger zurück. Einer der zentralen Gedanken des Existenzialismus, in Frankreich hauptsächlich vertreten durch Jean-Paul Sartre, ist, dass ein Mensch niemals frei sein kann ohne den anderen. Die Existenzialisten übertrugen dabei Edmund Husserls Methode der Reduktion auf zwischenmenschliche Beziehungen. Um den Mitmenschen in seinem Wert erkennen zu können, muss von allen Vorurteilen über ihn abgesehen werden. Da gibt's ja diese bekannte Geschichte von Sartre, der einem Freund erzählt, im Café sitzend, weißt du, da gibt es etwas Neues aus Deutschland, das heißt Phänomenologie. Da kann man im Café sitzen mit einem Glas Bier vor sich und es ist schon Philosophie. Das ist natürlich eine Karikatur. Aber ich denke, Existenzialismus ist also auf jeden Fall eine sehr starke Zeiterscheinung, die auch auf eine geistige Situation einfach antwortet, auf einen Zerfall der Vorstellung, dass der Mensch sich also vollständig durchsichtig ist, dass der Mensch völlig rational ist und so weiter. Also all diese Vorstellungen, die die Aufklärungsphilosophen noch mit großer Überzeugung vortragen konnten, haben da einen Bruch erhalten. Ich denke, was Husserl für die Existenzialisten interessant und attraktiv macht, ist seine Voraussetzungslosigkeit. Das heißt also, alle diese von der traditionellen Konzeption des Menschen und der Philosophie herkommenden Überzeugungen erst einmal zurückweisen zu können und dann eben auch noch den Anspruch zu erheben, dass das ein Weg zu echter Wissenschaft sei, das ist ein sehr attraktives Programm. Ein Programm, das für Edmund Husserl mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ein grausames Ende nahm. Dem jüdischen Professor, hochgeehrt von allen namhaften Universitäten, wurde 1933 von den Nazis die Lehrerlaubnis entzogen. 4 Jahre später vertrieb die SA den 78-jährigen Mann gewaltsam aus seiner Freiburger Wohnung. Proteste aus aller Welt verhinderten, dass er und seine Frau in ein Konzentrationslager verschleppt wurden. Edmund Husserl starb gedemütigt und verbittert 1938 in Freiburg. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, mehr als 70 Jahre nach Husserls Tod, lohnt sich ein Rückblick auf seine Phänomenologie. Vor allem, wenn man den heutigen Wissenschaftsbetrieb beobachtet. Geforscht wird in der Regel nach klaren Vorgaben, die sich an den Bedürfnissen großer Institute und potenter Geldgeber orientieren. Die Person des Wissenschaftlers tritt dabei in den Hintergrund, und es ist kaum anzunehmen, dass sich ein Chemiker oder Physiker im Dienst eines milliardenschweren Unternehmens die Mühe der phänomenologischen Reduktion macht. Dabei dürften die Fragen Edmund Husserls heute so aktuell sein wie im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts, erläutert Dieter Lohmer. Er fragt beispielsweise, was müssen Wissenschaftler notwendigerweise benutzen, damit sie überhaupt Wissenschaft betreiben können? Und dieser Anteil ist eben sehr stark. Zum Beispiel geht es dabei um Personen, deren guten Ruf und so weiter. Wenn jemand zum Beispiel ein extraordinäres Experiment starten will, der muss einfach sehr viel Geld versuchen, wie man heute sagen würde, Fundraising zu betreiben und setzt dafür seinen guten Ruf aufs Spiel, den er auf anderen Gebieten erworben hat. Und wenn es funktioniert, dann ist es sein Verdienst, aber das Risiko liegt auch bei ihm. Und Wissenschaft schreitet nur fort, wenn es solche Personen gibt, die sozusagen ihren guten Ruf von einem Gebiet
erst einmal hypothetisch auf ein anderes übertragen und sozusagen das als Einsatz einer großen Wette nehmen. Das ist also auch eine der wichtigen Funktionen. Also es muss Personen geben, die Theorien ernst nehmen, auch Theorien, an die noch keiner glaubt. Edmund Husserls Philosophie, seine phänomenologische Methode, ist ein seltener Fall innerhalb der Ideengeschichte. Vieles geht auf sein Denken zurück. Der Existenzialismus, die Gestaltpsychologie, die Feldforschungen in der Ethnologie und Teile der modernen Psychiatrie. Doch selten wird sein Name explizit genannt. Husserl lädt uns ein, bei jedem Gegenstand und auch bei jedem Menschen zu akzeptieren, dass wir zunächst durch 1000 Meter Eis blicken. Seine Theorie ist eine Aufforderung, Vorurteile beiseite zu lassen, die eigene Erkenntnisfähigkeit und Wahrnehmung genau zu prüfen. Und erst dann zu einem, wenn auch wiederum vorläufigen, Urteil zu kommen.